Hallo Kinder, hier ist Tante Tanni und ich habe eine tolle Geschichte für euch. Sie heißt Jesus heilt. Den Merkvers finden wir in Matthäus Kapitel 25, Vers 36. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Die Geschichte will uns sagen, wir dienen Gott, wenn wir kranken Menschen helfen. Hast du schon einmal richtig hohes Fieber gehabt? Erinnerst du dich daran, wie heiß dir dabei war und wie krank du dich gefühlt hast? Vor langer Zeit half Jesus jemanden mit hohem Fieber. Jesus war so müde. Er hatte den ganzen Tag damit verbracht, zu den Menschen zu sprechen und jetzt musste er sich ausruhen. Petrus war einer von Jesu besonderen Helfern und sein Haus war ganz in der Nähe. Deshalb ging Jesus zum Haus von Petrus, um sich auszuruhen. Er dachte, dass er vielleicht dort ein wenig schlafen könnte. Doch da gab es ein Problem im Haus von Petrus. Die Mutter von Petrus' Frau war krank. Sie hatte hohes Fieber und es gab keine Medikamente, die ihr helfen konnten. Petrus' Familie machte sich Sorgen um sie. Ich werde Jesus bitten, ihr zu helfen, beschloss Petrus. Petrus erzählte Jesus von seiner Schwiegermutter und dem hohen Fieber. Eindringlich bat er Jesus, ihr zu helfen. Leise ging Jesus mit Petrus in das Zimmer, in dem die kranke Frau lag. Sie war wirklich krank. Zu krank, um aufzustehen und sich um ihre Familie zu kümmern. Jesus sah, wie krank Petrus' Schwiegermutter war. Er lächelte sie freundlich an. Dann beugte er sich ruhig über die Frau und befahl dem Fieber zu weichen. Und wisst ihr was? Es geschah so. Petrus' Schwiegermutter stand gleich auf und bereitete das Essen für Jesus und seine Helfer zu. Das waren große Neuigkeiten. Da war jemand auf Besuch bei Petrus, der Kranke gesund machen konnte. Irgendjemand erzählte es einem Nachbarn, der es jemanden anderen erzählte. Diese Person erzählte es wieder weiter. Bald wussten alle Menschen in der Stadt, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte. Und es dauerte nicht lang, bis sich eine lange Schlange vor Petrus' Haus bildete. Einige der Menschen waren selbst krank. Andere brachten ihre kranken Freunde oder Familienmitglieder dorthin. Einige konnten selbst gehen, andere mussten von ihren Freunden getragen werden. Immer mehr Menschen kamen. Es sah so aus, als ob die Menschenschlange nie enden würde. Jesus liebte alle diese Menschen. Es stimmte ihn traurig, so viele leidende Menschen zu sehen. Er wollte sie alle gesund machen. Und so heilte er sie alle, stundenlang, bis spät in die Nacht hinein. Erst als die letzte Person geheilt war, konnte er sich ausruhen. Was für ein langer, aufregender Tag war das doch gewesen. Jesus war noch immer müde, doch er war glücklich. Er war glücklich, dass er so vielen kranken Menschen hatte helfen können. Jesus möchte, dass auch du Menschen hilfst, die krank sind. Was kannst du tun? Du kannst lächeln. Du kannst ein fröhliches Lied singen. Du kannst der kranken Person ein Glas frisches Wasser reichen. Doch das Wichtigste ist, du kannst Jesus darum bitten, die kranke Person gesund zu machen. Jesus wird dein Gebet immer hören.